Jetzt wollen wir euch ganz kurz entführen in eine Traumreise, in eine nie dagewesene, irrewitzige Fahrt durch unsere Themen. Und da bin ich ganz besonders stolz, am heutigen Tag wirklich aus tiefstem Herzen sage ich das, dass wir im PC-Bereich heute den neuen Stern am Massively Multiplayer Online Roleplay Game Himmel zu Gast haben und niemand anderes als Dennis Regnum-Talski. Präsentiert es heute. Es handelt sich um Regnum Online. Und wir haben ja euphorische Stimmen, die laut aufschreien, denn es ist ein MMO, also ein Massively Multiplayer Online-Spiel. Das bedeutet, ihr spielt mit vielen anderen Leuten online und das for free. Das gibt es nicht häufig, beziehungsweise viele Spiele kosten Geld. Und wir zeigen euch deswegen, wie man dort mal anfängt und werden mit euch dann am Ende dieser Stunde gleich mal eine Runde durchs Land streifen. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir beginnen diese Sendung mit dem Besten, was wir seit langem zu bieten hatten. Dennis Richtarski. Genau. Eigentlich hatten wir heute geplant, nicht Area 51 zu zeigen, sondern, was möchtest du von mir? Meine Waffe? Eine Schere hatte ich hier gefunden. Das ist ganz lustig. Manchmal liegen hier neue Gegenstände und dann ist man so als Netzreporter in diesem Bereich immer häufig froh, denn viel verändert sich nicht hier und es gibt dann ungeahnte Möglichkeiten. Heute habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass noch nie so wenig Stuff auf dem Tisch lag wie heute. Ich glaube, das liegt daran, dass hier Leute rumgeführt worden sind, die den Eindruck bekommen sollten, dass hier immer alles aufgeräumt ist. Ach, verdammt. Ja, stimmt. Deswegen mussten wir in der Redaktion auch den ganzen Firlefanz unter unseren Tischen abkratzen, der sich so da befestigt und auf den Tischen so mit Spachtel alles abmachen. Ich hatte übrigens Milch unter meinem PC, die hatte sich versteinert. Mein PC, also ich wäre mehrere PCs in der Redaktion, einen trage ich immer hier rüber, einer steht da immer stationär. Mhm. Und da war tatsächlich, als ich den einmal hochgehoben habe, so habe ich fast ein Stück Tisch mit hochgehoben, aber es war dann Milch drunter, die musste ich abschaben. Die habe ich eine halbe Stunde gekostet. Ganze Kulturen sind auf Milch erbaut worden. Richtig, wir haben übrigens auch dieses Schild da hinten mit Milch an die Wand geklebt, falls ihr euch fragt, warum das da immer noch hängt. Das ist der beste Klebstoff der Welt. Ja, tatsächlich so. Regnum Online, bist du bereit? Ich lade dich ein. Ja, ich freue mich, dass ich endlich Reise in die Welt der Fantasie. So. Wir können aber gerne als allererstes beim Nils auf den Bildschirm schauen, denn da sieht man die drei Fraktionen, die man bei diesem Online-Spiel wählen kann. Syrtis, Ygnis, Alsius. Ich zeige euch am Ende des Takes, wie ihr mitmacht, vorher aber erstmal einen kleinen Blick ins Spiel. Was wählst du? Ygnis. Ja, ist das hübscheste Banner, ne? Danach muss man sich hier entscheiden. Informationen gibt es nämlich dann. Der Sieg der Elfen über die Ygneons war kein glücklicher. Viele Elfen, selbst mit der Hilfe von den Menschen, starben durch die vernichtende Magie. Und so weiter und so fort. Genau. Bestätigen. Lädt Königreichsdaten. Jo. Ah, das ist interessant. Jetzt kann ich mir quasi hier irgendwas aussuchen, ne? Genau, ich suche mir auch einen aus. Lass uns mal denselben aussuchen, Männlich. Damit wir an der gleichen Stelle starten. Denn das wollen wir schließen. Was ist denn jetzt hier Escale? Ja, das steht dann da rechts, wenn du mit der Maus über den Namen bleibst. Moloch. Das hört sich irgendwie so wie eine Beleidigung an, du Moloch. Ja, oder? Ich habe auch Moloch gewählt. Fand ich ganz nett, ja. Interessante Frisur irgendwie. Ja. Aber wir können ja jetzt gerne auch einen neuen Charakter wählen. Ich würde sagen, ich überlasse dir da die Wahl. Moloch habe ich schon gespielt, da habe ich einen High-Level-Charakter. Dunkelelf. Ja, oder? Was ist denn ein Escalio führt mit dem Achso, nee. Weil Dunkelelf schießt mit Pfeil und Bogen, die würde ich ungern nehmen. Ich hasse Pfeil und Bogen. Echt? Ich finde Pfeil und Bogen cool. Echt? Wir können es mal ausprobieren. Also meinst du es ernst? Pfeil und Bogen findest du cool? Ja, finde ich cool. Ja, absolut. Gut, ab die Post. Ich war mal, komm, lass uns mal leicht voranschreiten. Wir haben jetzt gerade mal einen Punkt von 20 geschafft hier. Nächste. Dann suchen wir uns ein bisschen die Optik aus. Ah, das Gesicht. Das hat wirklich so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Hier ist ein bisschen wie Bill von Toyota, so Mascara da unter den Augen. Ja. Haare. Oh, das ist, die haben auch durchaus modische Frisuren zum Teil, so die Dunkelelfen, ne? Ja. Das hier zum Beispiel. Und dann Haarfarbe. Ja, ja. Ich glaube, Dunkelelfen haben ja auch die Metrosexualität erfunden, auf jeden Fall. Ich glaube auch. So, und was heißt Mittel? Ah, groß, Größe. Lass mal ein bisschen schneller sein. Ja, machst du auf nächste? Entschuldigung, ja, nächste. Kraft, Geschicklichkeit. Ein paar Attribute verteilen, kennt ihr? Geschicklichkeit, ne? Konzentration, Verfassung, Intelligenz. Würde ich auch sagen. Geschicklichkeit für so einen Bogenschützen. Ne? Ich gebe mir auch noch mal einen Intelligenz, damit ich schlauer bin als du. Ja, so, dann gebe ich mir zwei in Intelligenz. Nee, dann gebe ich mir, fünf. So, und damit hast du bewiesen, dass du gar nicht intelligenter bist, weil ich nämlich jetzt ein besserer Bogenschütze bin. Aha. Wähle den Namen eures Charakters. Bogenschützenkönig. Bogenkönig. Charakter erstellen. So. Denn dieser Name ist nicht erlaubt. Warum ist er nicht erlaubt? Zu lange. 20 Zeichen maximal. Bogenhogen. Geht das? Ja, das geht. Ich nehme hier Gnokotz. Wie?
Ach doch, geht. Jawohl. So, jetzt drückst du auf Spielen und los geht die Post. Wird kurz geladen. Man lädt den Klienten runter, der ist, verdammt, wie groß ist der? Ich glaube 370 circa. Also nicht allzu groß. Unter einem Gigabyte kann man sich relativ fix runterladen. Wie gesagt, ist for free. Und schon sind wir drin. Zieht euch das rein. So sieht das aus. Und die Steuerung ist recht intuitiv. Muss ich dir nicht viel zu erklären. Niemals dein Passwort weiter. Ja, nee, das soll man nicht. Das so, was mache ich jetzt? Habe ich einen Bogen schon am Start oder was? Nee, auf meinem Rücken habe ich ein Schwert. Und du wahrscheinlich auch. Und wir können jetzt... Bogenhogen hat noch nichts. Hier. Wo bin ich? Was muss ich denn tun? Wo bist du denn? Wir sehen alle gleich aus. German Pimp möchte mit euch chatten. Nehmt hier ist einer mit einem Ausrufezeichen. Bist du German Pimp? Nee, ich bin, warte mal. Ich bin Gnokotz. Ah, Gnokotz. Gnokotz. Wir sind übrigens auf dem deutschen Server. Und ihr seid natürlich angehalten, auch mal eine Runde zu joinen. German Pimp, German Pimp. Bogenhogen hat keine Zeit jetzt. Nimmst du mal kurz die Quest an. Ich zeig den Leuten da draußen, wie sie joinen. Wie geht denn das jetzt? Was muss ich tun? Draufklicken. Hab ich gemacht. Nee, du triffst nicht. Du bist zu schlecht. Jetzt schaffst du es. Komm, schaffst. Ja. Yeah. Yes. Oh. Alter. Yes. Erste Quest. Erste Hürde genommen. Geschafft. So. Was jetzt? Help. Jetzt liest du dir das durch und in der Zwischenzeit schauen wir mal auf. Wartet einen Moment. Help. Ach verdammt. Welcome. Mein Computer gerade neu gemacht. Jetzt habe ich die Lupe nicht. Das ist natürlich unpassend. Ihr geht einfach, schaut mal bitte auf meinen Rechner, da sehen wir nämlich, wie wir da hinkommen. Ihr geht einfach auf giga.de, hier rechts auf die Sparte Games und dort auf Gamigo. Und dort findet ihr haufenweise Spiele, unter anderem hier Dreamlords, das haben wir schon mal gezeigt, World of Kin 2, das ist wirklich nicht schlecht, oder Shot Online, das ist ein Goldspiel. Hier ist Regnum Online, einfach mal draufgeklickt und ganz einfach Namen eingeben, E-Mail eingeben und ein Passwort angeben und schon seid ihr sozusagen registriert, ladet euch den Klienten runter und im nächsten Take daddeln wir dann, machen so ein paar Taranteln platt und Riesenkäfer. Das sind nämlich die ersten Monster, die wir treffen. Müssen wir schon zum Ende kommen? Ja, habe ich zumindest gerade in meinem Ohrchen gehört. Müssen wir noch weiterspielen? Nee, ich habe Hätte dich eingeladen, hier beizubehalten. Ja, natürlich bleibe ich hier. Ich will nur den Zuschauern kurz einen Hinweis geben. Kann ich mal die Blume haben? Die Blume, gerne. Ja. Kannst du die mal essen? Ich esse keine Blumen. Doch. Ich bin Carnivore. Was? Ich bin Carnivore. Was ist das denn? Das Gegenteil von Vegetarier. Das ist rückwärts, oder was? Rückwärts. Fleischfresser. Was erzählt der Mann? Ich weiß nicht, ich muss hier schnell weg. Ihr müsst auch weg, denn das ist besser für euch. Im Konsolenbereich gibt es nämlich das Spiel des Jahrtausends, meine Damen und Herren, Super Mario Galaxy für Nintendo Wii. Wir haben lange darauf gewartet, jetzt ist es endlich da. Lass mich raten, du wolltest gerade diesen brillanten, ist die Blume und du machst irgendwas mit Feuer. Ja. Feuerblume. So. Der versteht mich nämlich, der Mann. Siehst du? Aber ich verstehe auch einfach Dennis. Fremde Blumen. Ich lade dich zum Chatten ein. Ach, cool. Als Zeichen meiner Gunst. Ja, Leute, dann tut mir leid, kurze Themenwechsel. Wir zeigen jetzt eine halbe Minute das schöne Bild da hinten. Ich gehe jetzt ein bisschen chatten, das ist nämlich echt geiler als Mario. Großer Vollidiot. Mario, Super Mario. Ja, ich finde es übrigens super schade, dass Rollenspiele doch nicht die Wirklichkeit sind, weil hier fragen die Leute, die sind super nett. Hier, wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Ich gebe dir, willst du in meine Party? Nils, du bist ein Krieger. Ja, das ist ja vielleicht klar, dass die Leute sich in so Spiele flüchten. Das ist ja viel geiler als die Realität. Außerdem gibt es in diesen Spielen nämlich keine Werbung. Auch das ist anders. Bis gleich. Ja. So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung, gleich sind wir zurück und dann entführen wir euch in ein fantastisches Land. Und wir haben hier gerade unglaubliche Features entdeckt von Regnum. Regnum? Regnum? Warum, wer sagt eigentlich, dass Regnum nicht Regnum heißt? Keine Ahnung. Ich. So, siehst du? Also spielen wir nicht gleich Regnum und vorher ein bisschen Werbung. Bis gleich. Regnum. Regnum.